Ich bräuchte mehr Zeit. Definitiv mehr Zeit. Eine Stunde ist so wenig Bedenkzeit. Im wahrsten Sinne des Wortes. Entweder blitzen oder eine längere Bedenkzeit. Das wäre ideal für diese Stellung gerade. So. Ich erwarte jetzt Dame E2. Jetzt Turm A7. Danach Dame A8. Und Turm A7 soll den Springer auf D7 decken. Und dann sind wir in einer sehr scharfen Variante. Und ich bin neugierig, wie viele Zuschauer? 21. Von den Zuschauern bei so einer kriminellen Partie. Und die ist kriminell. Turm D1. Läufer E3 geht nicht. Zumindest ist die Drohung B4 noch nicht existent. Mal gucken, wie lange mein Gegner überlegt. Ich habe über 10 Minuten oder 12 Minuten überlegt. Ich hoffe, mein Gegner jetzt genauso. Bitte, bitte, bitte. Ich brauche nämlich wirklich mehr Bedenkzeit. Schlimm ist, ich weiß ja nicht, was spielt. Wie gesagt, ich erwarte jetzt schon seit 10 Zügen. Naja, ein bisschen übertrieben. Was schon seit Eddings Zeiten, E5. Momentan, da E5 noch nicht geht, weil ich dann einfach Dame A8 spiele und damit drohe, einfach mal D5 zu schlagen. Obwohl E5, Dame A8. Dame E4 ist natürlich auch eine Überraschung. Wenn. Ein bisschen unangenehme Überraschung. Andererseits steht heute fest. Spielt danach da Turm E8? Oder Turm B8? Ja, Turm B8 wäre eine Option, um über B4 die Dame zu vertreiben. Also das geht dann wahrscheinlich nicht. Also wenn er die Dame irgendwie zieht oder was anderes, kann ich Turm B8 spielen. Dann habe ich die beiden halboffene Linien auf den Damenflügel. Die Stellung ist alles nochmal so klar. Es sei denn, ich hätte jetzt Fritz, dann wüsste ich wahrscheinlich, dass Weiß klar besser steht. Wegen dem Bauern weniger. Aber was soll's? Es gibt da so ein Sprichwort: Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Ich habe ihn ja gesät. Mit dem Wolga-Gambit. Und ich hatte eine Partie gesehen von ihm, die war außen sehr wild, die erste Runde von ihm. Hätte ich mir denken können, dass es
eine sehr schwierige Partie wird. Und das auch lange überlegt, damit habe ich auch gerechnet. Dass ich so lange überlegt habe, nicht. Muss ich eingestehen. Traumzug wäre natürlich F5. Im wahrsten Sinne des Wortes. Weil dann hätte ich nämlich E5 meine Kontrolle. Wenn der Springer von F3 nicht D4 kontrollieren würde, das wäre auch schön. Das einzig Positive ist, dass er jetzt auch lange überlegt. Und für die Schusssauer wahrscheinlich quälend langsam ist. Aber was erwartet man? Eine Stunde Bedenkzeit, dann sollte man sie auch nutzen. Nicht so nach einer Viertelstunde fertig sein. Wäre langweilig. Und wäre auch fehlerbehaftet. Definitiv. Na gut, kommen wir uns in die Partie rein. Was könnte er spielen? Wie gesagt, ich erwarte E5. Alles andere wird mir helfen. Na gut, Turm D1 ist vielleicht auch eine Option. Und danach E5 zu spielen. Aber hat er denn die Zeit dafür denn? Dame Turm D1, Dame A8, dann E5. Turm B8. Oder ist Turm B8 dann vielleicht der falsche Plan? Doch, Turm E1? Nein, Turm D8. B8 ist besser. Dann schlägt er den D-Bauern. Ich sag den D-Bauern. Ich schlag seinen Springer, er schlägt meinen Läufer. Ich schlag seinen Bauern, er schlägt meinen Bauern. Der Springer auf D7 ist durch Turm A7 gedeckt. Oh Mann, oh. Bin ich froh, dass es keine Blindpartie ist. Weil ich glaube, dann würde ich jetzt schon alt aussehen. Diese Stellung blind, ohne Ansicht der Figur? Nein, danke. Die Partie wird lange dauern. Ich sag mal Folgendes voraus. Beim 20. Zug habe ich nur weniger als 30 Minuten. Es sei denn, er spielt genau das, was ich erwarte. Dann brauche ich jetzt nur noch wenige Sekunden. Er kann natürlich auch Springer B5 spielen. Aber das bringt ja nichts, weil er dann muss er meine Dame nehmen. Ich mache Dame A8. Es droht Turm B8. Dame C6 funktioniert in dem Sinne nicht, weil ich dann den tausche. Springer B6. Nein, da kommt sofort Springer B8. Damit ich den Springer auf C6 angreife. Den Bauern. Und er hat keine Möglichkeit ihn zu halten. Also er kann nach Dame, falls es kommt, Springer B5, Dame B5, Dame 8, nicht Dame C6 spielen. Also Springer B5 ist schlecht. Vielleicht Läufer D2. Da kommt Dame A8. Kann er immer noch nicht Springer B5 spielen. Denn erst recht nicht. Was haben wir nur noch? Läufer E3. Ist B5 immer noch nicht möglich. Also müsste er eigentlich versuchen, irgendwie auf B5 zu kommen. Kommt er aber nicht, zu meinem Glück.
Und wenn ich das unterbunden kriege, und danach sieht es ja noch gut aus. Er könnte natürlich auch Turm B1 spielen. Nein, kann er auch so ohne weiteres, weil. Ja gut, die Frage ist natürlich nämlich den Käufer für den Bauern. Das ist jetzt auch so eine Frage. Ich glaube, das kann ich machen. Falls der Turm B1 spielt. Ja, also mein 12-minütiger Zug hat ihn wohl beeindruckt oder meine Verbindung ist tot. Nein, meine 12-minütige Überlegung macht er jetzt nach. Ja, es ist für Zuschauer eventuell ein bisschen langweilig, so lange zu überlegen. Aber die Qualität leidet darunter definitiv nicht. Und die Partie ist alles andere als einfach. Und alles andere als klar. Tja. Was spielt er? Turm E1. Kommt Dame A8. Dann hängt sein D-Bauer durch. Er kann nicht E5. Er müsste, wenn er was reißen will, muss er zuerst E5 spielen. Nochmal E5. Dame A8. Bauer schlägt D6. Bauer schlägt D6. Dame E7. Springer schlägt D5. Springer schlägt D5. Dame schlägt D5. Er nimmt den D6 Bauern. Ich sag keinen Springer. Er muss meinen Springer. Ich nehme den Läufer. Sein Turm geht weg. Den Zug. Okay. Anzeigen plant er nicht mit E5. Warum spielt er dann F4? Soll ihm recht sein. Dame A8. Gewinnt nicht Zeit. Dringend benötigte Bedenkzeit. Das Gute ist, B4 geht nicht. Das weitere Gute ist, E5 geht jetzt auch nicht. Also beides Züge, irgendwie Züge, die mir am meisten Sorgen machen, macht er nicht. Oder versucht er gar nicht erst. Das ist das Gute daran. Ja, wie gesagt, also. Er hat sich wahrscheinlich ein paar Züge angeguckt, denke ich mal, gegen Wolfgang Gambit. Aber im Nachhinein hat er zwei Ideen zusammengemixt. Dame C4. C4, Dame C2 natürlich. Turm B8. Ist ein normaler Zug. Turm B8 ist ein ganz normaler Zug. Also. Angriff! Und ich fühle mich immer wohler in meiner Stellung. Ich fühle mich wirklich immer wohler. Jetzt würde ich mir natürlich den Turm auf A6 mir lieber wünschen. Weil dann könnte ich nämlich ohne größere Beschwerden den Turm B6 spielen. Wobei natürlich Springer B5 nicht geht. Ist das natürlich jetzt Turm B4 eine Option? Turm B4.
Es droht, Läufer schlägt C3, Turm schlägt E4. Nach Turm B4 kann er aber auch Läufer D2 spielen. Turm B7 ist auch eine Option geworden. Dann kommt aber Turm AB1. Davon gehe ich aus. Dann Dame A5. Ist die Frage Turm B4. Turm B4, Läufer D2. Es geht auch Springer D2. Nach Turm B4 kann auch einfach... Kann er das? Springer A2 spielen. Ah, nee, also Turm B4 geht's nochmal nicht wegen Springer A2, der gefällt mir einfach nicht. Weil Springer A2 müsste ich meinen Turm wieder wegziehen und er könnte den stützen. Also das Turm B4 ist schon allein wegen Springer B2, oder A2 besser gesagt, nicht gut. Also gehen wir mal wieder zu Turm A, B7. Springer B5 funktioniert nicht wegen Läufer steckt A1. Gleichzeitig greife ich seinen Bauern an, auf B3. Er wird ihn verteidigen. Ich gehe davon aus mit Turm AB1. Dann kann ich Dame A5 spielen. Nein, dann kommt Läufer D2, es geht auch nicht. Oder? Turm B7, Turm A, B1, Springer B6. Ist Rot Läufer schlägt C3, Dame schlägt C3, Springer A4, Dame hängt, er kann nicht im den nicht wieder nehmen, weil ich den Turm dahinter nehme. Also vernünftig sieht Turm A7 auf jeden Fall aus. Die Dame ist vielleicht ein bisschen eingesperrt. Aber das sollte nicht das Problem sein, oder? Ja, das ist jetzt das, was mir ein bisschen Sorgen macht, dass die Dame ist eingesperrt ist. Auf der A-Linie. Dass ich da irgendwas übersehe. Aber ich weiß nicht was. Turm B7, Turm AB1. Oder vielleicht doch Turm C, FB1? Kann ich mir irgendwie nicht richtig vorstellen. Andererseits, er würde die Bauern damit unterstützen. Er könnte auch A5 spielen danach. Wenn ich aber Turm AB7... Nee, kann ich nicht, dann kann ich den B-Bauern nehmen. Das würde für Turm FB1 sprechen. Aber wenn ich den mache, dann kann ich Dame A5 spielen. Dann kann er aber auch wiederum Läufer D2 spielen. Turm B7, Turm AB1. Ist denn Turm B4 eine Option?